Was, liebe Schwestern und Brüder, hat es mit diesem Segen auf sich, von dem wir heute in der Lesung hören? Ein Vater segnet seine Kinder, bevor er, wie es im Buch Genesis lapidar heißt, die Füße aufs Bett zieht und stirbt. Er segnet sie alle 12. Wir hören aber nur den Segen über Juda. Er hat für jedes seiner Kinder einen speziellen Segen. Aber dieser Segen über Juda, der wirkt bis heute fort. Er ist nicht nur ein Segen, sondern zugleich eine Prophezeiung. In diesem Segen liegt eine Kraft, die wir näher anschauen können, wie in jedem Segen eine besondere Kraft liegt. Wir leben auch innerkirchlich in einer schwierigen Zeit. Segen und Segnungen, wir können das nicht genau definieren. Wir wollen es vielleicht auch nicht mehr wie frühere Generationen. Wir rücken das dann sehr schnell in die Richtung Magie. Sehr merkwürdig ist das. Wie feiern wir Weihnachten? Der Name sagt es schon. Weihnacht. Das heißt doch nichts anderes als Segensnacht. Wir sagen es, die heilige Nacht. Diese Nacht, die wir uns anschicken zu feiern heute in einer Woche, sie spricht von jenem Segen, von dem der sterbende Jakob Israel auf seinem Bett spricht, über Juda. Vielleicht braucht es jüdische Wurzeln, ohne die wir auch, wenn wir als Christen von Segen sprechen, wenn wir als Katholiken von Segen sprechen, ohne die wir dieses Reden gar nicht verstehen und vornehmen können. Vielleicht braucht es diese Wurzeln, um uns hinzuführen. Ich fand diese Wurzeln bei Edith Stein, die ja nun nicht ihre Herkunft verleugnet hat, aber doch als junges Mädchen, als Heranwachsende, mit dem Glauben ihrer Ahnen nicht viel anfangen konnte, ihn aber doch später als Christin, als getaufte Christin entdeckt hat. Wenn sie darauf hinweist, dass wir aus den Evangelien wissen, wie Christus, so sagt sie, wie er gebetet hat, und zwar als gläubiger und gesetzestreuer Jude, wie er sich freute, bei der Wallfahrt nach Jerusalem die alten Wallfahrtspsalmen zu sprechen und wie er auch eben jene alten Segenssprüche betete, wie sie heute noch, so schreibt sie, über Brot, Wein und Feldfrüchte gebetet wurden. Es ist uns überliefert im Evangelium vom letzten Abend seines Lebens, wie er diese Segenssprüche verwendete. Aber, so führt sie weiter aus und so führt sie inhaltlich weiter, wie das plötzlich einen völlig neuen Sinn bekommt und in diesem neuen Sinn die Kirche ihren Anfang nimmt. Die alten Segenssprüche, so schreibt Edith Stein, sind im Munde Christi lebensschaffendes Wort geworden. Lebensschaffendes Wort. Die Früchte der Erde sind sein Fleisch und Blut geworden, von seinem Leben erfüllt. Die sichtbare Schöpfung, in der er sich schon durch die Menschwerdung hineinbegab, ist nun auf eine neue, geheimnisvolle Weise mit ihm verbunden. Und wenn wir wollen, liebe Schwestern und Brüder, ist dies genau der Kern des Segens des alten sterbenden Israel an Juda. Ein Segen sondert aus. Ein Segen legt nicht etwas Künstliches auf die Dinge oder Personen drauf, sondern setzt sie in Beziehung zum lebendigen Gott, zu den Heilsabsichten Gottes. Was wir eben in diesen 3x14 Generationen hörten, ist doch nichts anderes als das Durchdeklinieren der Heilsgeschichte. Und wer sich die Mühe machen will, diesen Namen einmal nachzuschlagen, da sind ein paar ganz schöne Gestalten dazwischen, aber es sind Gestalten der Heilsgeschichte. Rahab zum Beispiel, jene Frau, mit diesem etwas zwielichtigen Etablissement in der Stadtmauer. Ja, sie ist eine Ahnfrau, eine Ahnmutter im Stammbaum Christi. Der Segen wirkt immer, weil er gesprochen wird in der Absicht Gottes. Der Segen wirkt immer, indem er die Wirklichkeit verändert und sie aufbricht. Aufbricht hin zur Gegenwart Gottes.
Und so kann der Segen, wie auch der oder die oder das Gesegnete, zum Zeichen, ja zur Prophetie Gottes werden. Es ist nicht überliefert, ob ausgerechnet Juda, einer der 12 Söhne, diese Prophezeiung verstanden hat. Nie weicht von Juda das Zepter. Der Herrscher starb von seinen Füßen, bis der kommt, dem er gehört, dem der Gehorsam der Völker gebührt. Wir wissen, liebe Schwestern und Brüder, wir wissen es deutlich und klar und hoffentlich wissen wir es, dass es Christus ist, der aus dem Stamm Juda hervorgeht, als Nachkomme Davids, in der Reihe des Josef, auch wenn der nicht sein biologischer Vater war. Der Segen bricht Wirklichkeit auf und ordnet sie hin auf die Gegenwart Gottes. Ob wir uns so anschicken können, die gesegnete Nacht zu feiern, die Weihnacht, die heilige Nacht, da Gott erneut unsere Wirklichkeit, unsere jetzige Wirklichkeit aufbricht und sie an sich zieht in dem Geschehen dessen, auf das wir uns vorbereiten. Dass es wirklich eine heilige und gesegnete Nacht, ein heiliges und gesegnetes Fest werde, in dem wir bereit sind, uns von Gott durch seinen Segen aufbrechen zu lassen, damit wir hinleben auf ihn.